Yeah, 1, 2, okay, okay. Ich bin David 58P aus München, das ist hier, ist mein DJ explizit. Wir sind Main Concept. Ey yo, Party People, wie schaut's aus? Hat's euch bis jetzt gut gefallen? Seid ihr dabei? Alles klar, das freut mich. Es ist bitterkalt, aber ihr sorgt dafür, dass die Stimmung gut wird, dass es warm wird und ich nicht so frieren muss. Ey yo, Party People, habt ihr Bock auf den Scheiß? Yeah! Yeah! Okay, wir haben ein Lied gemacht über die Zeit, als das alles hier Travis, angefangen Travis. Hat. Wollt ihr das hören? Yeah. Yeah. Ja. Ja, hab Hip-Hop 88 mit 13 entdeckt, mein erstes Tape gehört. Seitdem schreibe ich eigene Raps, die Lyrics damals selbstverständlich noch auf Englisch gedroppt. Und statt einer kreischenden Menge damals meine Bände gerockt. Bis ich 2 Jahre danach die beiden anderen traf, bei meinem Klammer gejammt und unser Name war da als Jüngster in München. Auf der Bühne die Heads überzeugten, dann die Wichser geschockt, mit ersten Texten auf Deutsch. Im Jahr die Nächte verbracht und die Stadt zugetaggt. Mit dem Kucher an Goetheplatz in der U-Bahn gebrannt. Täglich mit Lobo und Tagrock bis zum Koma gefreestellt, den anderen Städten gechillt und profitiert von der Vielfalt. 94 coole Scheiße Release, Geschichte geschrieben, wie mit jeder weiteren LP. Ich weiß nur, damals wie heute geht's allein um Musik. Solange mein Feeling noch stimmt, bin und bleib ich im Ziel. Das ist der Flashback. Trevor, da die Hand in Luft. Ali, yeah. Ali, Flashback. Flashback. Und die Hände in die Luft. Yeah, yeah, das ist der Flashback. Yeah, yeah, von links nach rechts. Flashback. Yeah, ey yo, okay. Zeiger, yo. Flashback. Die dumme Husten zieht er vor der Kangol Caps. Mit der Road to Caracas und der Band no tax. All die zieht er noch all ab, ohne Schweizer Rap. Mit den Leuten, die Zeit am Basen, sie gelingen so nah. Ich hau die Bibers noch kennt, mit den Curlern Pose. In der Early Hose, hey, mein Brother und unförlich am Lose. Schloss an der Breakers Girl, mit der Raiders und Lakers Shirts. Dort haben wir statt zu gespräch, wie stört. Man hat uns nur reduziert auf Drogen und Voll. Journalisten haben die Sorgen und die Mode nicht stolz. Bis sie gemerkt haben, die Gefühle, die wir uns drucken, sind real. Ob im Soga, im Basel oder der Kugel in dem Bier. Flashback! Alle Hände in Luft, wir haben einen Flashback! Alle Hände in Luft, wir haben einen Flashback! Alle Hände in Luft, machen einen Namen für den DJ explizit! Es war einmal ein Revoluzzer, im Beruf stand Lampenputzer und er ging im Revoluzzer-Schritt mit den ganzen Revoluzzern mit. Und er schrie ich Revoluzze und zog die rote Revoluzzermütze tief über sein linkes Ohr und kam sich höchst verdächtig vor. Und die Revoluzzer schritten inmitten der Straße mitten, wo er ansonsten unverdutzt seine Glaslaternen putzt. Um sie vom Boden zu entfernen, rissen sie die Glaslaternen aus dem Straßenpflaster aus, zwecks des Barrikadenbaus. Aber unser Revoluzzer schrie, nein, ich bin der Lampenputzer dieses schönen Leuchtelichts. Bitte, bitte tut ihm nichts, denn wenn wir ihm das Licht ausdrehen, dann kann kein Bürger nichts mehr sehen. Lass die Lampen stehen, ich bitte, denn sonst mach ich nicht mehr mit. Aber die Revoluzzer lachten und die Glaslaternen krachten und unser Revoluzzer schlich fort und weinte bitterlich. Und so ist er zu Hause geblieben und da hat er ein Buch geschrieben, nämlich wie man revoluzzt und dabei die Lampen putzt. So sieht's aus, wir sind heute im Haus. Ey yo, Party People, ihr seid gut drauf. Das ist David P und DJ Explizit ist am Sound. Ja man, wir brauchen keine Revolution. Das gab's in der Geschichte schon oft und das kennen wir schon. Es dreht sich eigentlich alles um die nächste Generation. Und deswegen brauchen wir eine Evolution. Ich meine, es ist doch so, dass irgendwo immer einer an der Macht sitzt. Irgend so ein Wichser, der die Leute alle in den Arsch fickt. Und dann kommen die Revolutionisten, die Ideologen mit ihren ernst gemeinten Parolen. Und dann schaffen sie sich irgendwie zu bewegen.
bewaffnen. Und das ist dann der Zeitpunkt, wo sie die Herrschaft abschaffen. Und dann ist es so, da ist eine neue Herrschaft da. Und unterm anderen Etikett ficken sie uns in den Arsch. Ja, man, so sieht's aus, das ist Revolution. Aber wie gesagt, was ändert das schon? Wir brauchen Evolution. Wir müssen erstmal alle runterkommen. Denn das neue Zeitalter, das hat noch nicht begonnen. Und das fängt 2012 auch nicht an. Da braucht ihr nichts erwarten. Bleibt mal da entspannt. Es ändert sich nur, wenn wir uns alle etwas ändern. Wenn ihr wisst, was ich meine. Leute, man, ihr kennt das. Zuerst sind die Leute meistens irgendwie alle stur. Und plötzlich faseln sie von ihrer Kultur. Und den ganzen nationalen Scheiß, den haben wir nicht nötig. Und wie soll ich sagen, das ist für uns nicht löblich. Wir sind so, wie wir sind und wir sind heute alle da. Und ja, wir freuen uns und der David P. ist da. Und der DJ explizit und die Party ist fett. Und das ist doch alles, was wir wollen. Und das ist doch korrekt. Aber das ist eigentlich auch keine echte Evolution. Das ist einfach nur eine fette Party. Ihr wusstet das schon.